der Knaus Van Wave, die Vanstation hier auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Ein ganz neues Modell, ein ganz neues Produkt hier von Knaus. Wir haben hier ein Bett, also ein Fahrzeug mit Betten für 4 Personen. Knaus schreibt, der Alleskönner für 4. Hier drin ist nämlich ein Bett versteckt. Ja, wir gehen einmal drumherum, gehen dann ins Innere, den Van Wave 640 MEG Vanstation. Also eine vanhafte Sensation haben wir hier. Auch hier wieder die Knaus Cat Eye Evolution Rückleuchten und große Heckgarage. Hier seht ihr auch die Schaltzentrale, die Sicherung, der Sicherungskasten und die Batterie. Zusätzlich natürlich immer wieder Ablagefläche, um das Nötigste eben unterzubringen. Wir gehen weiter. Hier haben wir, ich mach mal zu, leicht zugängliche Fahrzeugelektrik. Ist natürlich auch super, dass man alles direkt parat hat, ohne irgendwie noch irgendwelche Klappen abzumontieren. Hier haben wir den Stromanschluss. Hier die Entleerung für Fäkalien und Co. Truma und die praktische Servicebox. Ich schaue mal gerade, ob die aufgeht, wie sie aufgeht. So geht sie auf. Genau, hier haben wir Wassertanks und Wasserzufuhr. Einmal drücken. Wir gehen weiter. Schauen wir uns den... Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis dann. Ciao. Die Fahrerkabine mal an. Wir haben hier ein VW-Fahrzeug. Die VW-Fans wird es bestimmt freuen, denn VW hat natürlich auch noch mal ein etwas anderes Konzept als Fiat. Und es wird sicher VW-Fans unter euch geben. Einmal drumherum ein teilintegrierter von Knaus Notbremsassistent, steht hier geschrieben. 2-Kanal-Luftfederung für Hinterachse mit Kompression in Serie. Ja, VW hat schon immer eine gute Serienausstattung. Und hier nochmal das Datenblatt, so wie das Fahrzeug hier steht, kostet es rund 96.000 Euro. Das Ganze gibt es aber auch schon ab rund 85.000 Euro. Zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Gesamtlänge von knapp 7 Metern. Also ein handliches bzw. ja, gutes Format, um für 4 Personen einen Raum zu schaffen. Knaus hat hier auf der Messe auch speziell hervorgehoben, dass es sich hierbei um eine Neuheit handelt. Ja, wir haben als absolute Highlights das serienmäßige Hubbett, perfekt für Familien, kompakte 220 cm Fahrzeugbreite und 1,90 Meter Stehhöhe unter dem Hubbett. Ihr seht hier die Grundrisse am Tag und in der Nacht. Wenn man in der Nacht das Hubbett eben runterfährt, hat man bis zu 4 Schlafplätze. Ich würde sogar behaupten, wenn man noch ein kleines Kind dabei hat, können bis zu 5 Personen hier gut untergebracht werden. Dann warten wir mal drauf, dass wir das Fahrzeug betreten können. Und bei der Gelegenheit rufe ich nochmal dazu auf, abonniert German Television. Wenn euch die Videos gefallen, dann lasst es uns wissen, liked, kommentiert und abonniert. Das ist der Satz des Tages. Wenn ihr German Television öfter schauen wollt, dann aktiviert am besten auch die Glocke, damit unsere Videos ganz frisch bei euch auf der YouTube-Startseite landen. Ja, nochmal zum Fahrzeug. Wir haben hier wieder ein großes Fenster über dem Fahrer- und Beifahrersitz. Und das Hubbett zeigt Flo auch schon. Das lässt sich herunterfahren und bietet viel Platz. Ich glaube, das Hubbett geht hier sogar manuell runter. Vielleicht, wenn du mal... Bist du safe? Ja. Ein manuell herunterschiebbares Hubbett.
Finde ich eigentlich auch ganz gut, denn elektrisch ist natürlich praktisch, aber Elektrik kann natürlich auch anfällig sein. Und wie wir gelernt haben, Redundanz ist immer auch ein Thema beim Camping, denn wenn eine Sache ausfällt, dann ist es besser, wenn man noch eine andere Möglichkeit das Ganze hat, das Ganze zu steuern. Ja, zur Küche, Dometic Gaskochfelder, 2 Stück haben wir hier. Intuitives Bedienkonzept, auch charakteristisch hier von Knaus Truma mit dabei. Und auch hier wieder die Staukastenklappen mit Soft-Close-Funktion. Ich mache mal zu. Wir sehen, sie schließen sich quasi von selbst. Wasserfiltersystem Blue Water. Ja, das heißt, das Wasser wird zusätzlich nochmal gefiltert. Ist natürlich eine kluge Idee, wenn man unterwegs in anderen Ländern ist. Da hat nämlich das Leitungswasser nicht immer Trinkwasserqualität. Und da kann das schon mal den Magen-Darm von einem, der nur deutsches Wasser gewohnt ist, natürlich schon mal zerschießen. Ne? Ja, auch hier wieder schöne geräumige Schubladen und hier die Beleuchtung lässt sich hierüber einschalten, ein- und ausschalten. Jetzt habe ich irgendwas ausgemacht. Jetzt habe ich es wieder angemacht. Sehr gut. Kühlschrank 142 Liter, genug Platz für Speisen und Getränke und auch leckeres Eis findet im Gefrierschrank Platz. Wir gehen rüber ins Badezimmer. Auch hier haben wir wieder ein Kombibad, in dem man das Waschbecken umklappen kann, um eben den WC-Raum zum Duschraum zu machen. Und auch hier wieder Kleiderstangen, um nasse Kleidung oder sowas bequem zu trocknen, ohne dass im Wohnmobil irgendwas nass wird. Ja, dann klappen wir noch mal um. Hier haben wir auch wieder eine Schiebetür vom Badezimmer. Ist immer sehr praktisch und platzsparend. Jetzt geht es weiter in den Schlafbereich. Auch hier sehen wir, dass man das Mittelstück entnehmen kann, um eben sozusagen 2 Einzelbetten zu haben oder eben eine Liegewiese, die fast bis hier ganz vorne reicht für, ja, ich würde sogar sagen, bis zu 3 Personen. Also massig Platz. Dann haben wir hier Dometic Klimaanlage für gutes Raumklima bei jeder Außentemperatur. Wir sehen hochwertige Evopor HRC-Matratzen. USB-Steckdosen sind natürlich auch dabei. Und eine Bettenlänge über 2 Meter. Das ist nämlich optimal für auch großgewachsene Menschen. Gut, wir gehen noch mal raus aus dem Knaus der Van Wave auf dem Caravansalon Düsseldorf 2023. Wenn das Video ausgestrahlt wird, ist der Caravansalon wahrscheinlich schon vorbei. Aber wenn ihr Caravan- und Camper-Fans seid, dann merkt euch auf jeden Fall den Caravansalon für 2024. Immer wieder ein Highlight auch für Hersteller und Aussteller. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Denkt dran, liked, kommentiert und abonniert. Dankeschön.